Nicht das erste Mal in der Audiodatei erwähnt, schätze ich das Arbeiten des Uli Gellermann. Ich erinnere mich an sein Porträt des Schriftstellers Stefan Hermlin 1995, gesendet auf MDR Arthur Arte. Heute verbreitet er seine Meinung über Apolut in dem Format Die Macht um 8. Selbst betreibt er die Rationalgalerie, ein Online-Magazin. Aber kommen wir zu seiner Satire auf die Tagesschau. Hier ist Apolut mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8, die Alternative, die kritische und, es versteht sich, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und die Musik, die Sie jetzt hören, nannte man das Reichsrundfunksonett. Das Reichsrundfunksonett wurde über die Sender der Nazis, die Rundfunksender der Nazis, immer dann an die Menschen gebracht, wenn es Sondermeldungen gab. Sondermeldungen über den Krieg der Nazis. Und ich glaube, und ich werde es versuchen zu beweisen, dass die Tagesschau gut beraten wäre, hier und dann auch mal diese Melodie, dieses Reichsrundfunksonett, die Musik der Sondermeldungen bei sich einzublenden. Und ich werde es an ein paar Beispielen, ein paar Meldungen beweisen, dass es dringend notwendig wäre, damit man sich an den verbrecherischen Krieg der Nazis erinnert, der eine gewisse Aktualität gewonnen hat. Wir sind auch durch die NATO-Blähe Unterstützung der ARD, der Tagesschau, der ukrainischen Seite in diesem Krieg, der uns allen schwer auf der Seele liegt. Durch diese Unterstützung sind wir an einen Krieg, in die Nähe eines Kriegs geraten, der auf unserem Territorium sein könnte. Waffenlieferungen, aber auch durch die, ich sag mal, Kriegspropaganda, die die ARD mit der Tagesschau, anderen Sachen betreibt und die Situation nur verschärft, statt sie zu mildern. Deshalb wäre das Reichsrundfunksonett ein guter, kommentierender Ton, zum Beispiel für diese Meldung. Mögliche Anklage gegen Russland, Baerbock wirbt für Sondertribunal. Die sonderbegabte Frau Baerbock hat ein neues juristisches Format vorgeschlagen, um Russland und den Staatschef der Russen, Herrn Putin, vor ein Sondertribunal zu kriegen. Warum will sie ein solches Sondertribunal machen und dazu möchte sie den Haager Gerichtshof haben? Ein Gerichtshof übrigens, den die USA nie unterschrieben haben. Und das will die Tagesschau uns nicht mitteilen. Das und warum die USA auf keinen Fall den Internationalen Gerichtshof mittragen. Weil die USA natürlich genau weiß, dass sie eine Serie von aggressiven, widerlichen Kriegen zu verantworten hat, von Vietnam bis Irak und sonst vorher Libyen. Und dass sie vor diesem Gerichtshof verurteilt werden müsste. Und weiter sofortige Ausbildung am Leopard gefordert. Das ist ein Reichsrundfunksonett wert. Meine Damen und Herren, in dieser Meldung sofortige Ausbildung am Leopard gefordert, lässt die Tagesschau unkommentiert, unhinterfragt den Herrn Hofreiter von den Grünen zu Wort kommen. Sie kennen Herrn Hofreiter. Der war mal Pazifist, das muss irgendwie 1000 Jahre her sein oder so ähnlich. Und der Herr Hofreiter darf bei der ARD sagen, Putin wird erst zu Verhandlungen bereit sein, wenn er erkennt, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann. Reichsrundfunksonett. Hier gibt es zwei Lügen auf einmal, diesen Beitrag. Die erste Lüge ist, die implizit. Herr Hofreiter behauptet, Putin wäre bisher nicht verhandlungsbereit gewesen. Nein, es war genau so, dass die russische Seite, bis heute, ist die russische Seite bereit, Verhandlungen über diesen Krieg zu führen. Aber Hofreiter mit Unterstützung der ARD-Tagesschau tut so, als ob er dazu nicht bereit wäre. Und die zweite Lüge ist die viel schlimmere. Es wird so getan, als ob man mit mehr Waffen, mit mehr Krieg, den Krieg schneller beenden könnte. Wer aber Verstand ist, der weiß, das ist falsch. Das ist sozusagen die Reichsrundfunksonett-Nummer. Vom Sonett zur Trommel. Das sind die Kriegstrommeln der ARD, die seit Wochen, Tagen, Monaten keine Sendung mehr vergehen lässt, ohne die Kriegstrommel zu rühren. Ohne sich aktiv mit ihren Meldungen kommentieren, streckenweise zugespitzt, berichtend in den Ukraine-Krieg reinzuhängen und ihn zu verschärfen. Munitionslieferung an die Ukraine. Dieser Krieg wird über Ressourcen entschieden. Ach,
Ressourcen hört sich so schön an, irgendwie geradezu elegant. Was hier gemeint ist, sind Panzer, sind Raketen, sind Granaten, sind verbranntes Fleisch. Was hier gemeint sind Ressourcen, Utensilien für einen mörderischen, brutalen Krieg. Und diese Meldung lässt die ARD kommentieren von einem sogenannten Militäranalysten, dem Herrn Markus Reisner. Der Reisner ist im österreichischen Bundesheer Mitglied des Gardebataillons, was auch immer das heißt. Und Herr Reisner war in seiner Aufgabe als Militär natürlich schon in diversen Kriegen. Er hatte Auslandseinsätze in Bosnien, in Herzegowina, im Kosovo, in Afghanistan. Also ein Mann, der sozusagen kriegserfahren ist. Er war im Tschad. Er war Kontingentkommandant in Mali. Er war im Kosovo. Also jemand, der sozusagen am Krieg beteiligt ist. Was glauben Sie, meine Damen und Herren, was jemand, der so kriegsorientiert ist, zu einem Krieg sagt? Er sagt natürlich nicht, dass wir alle wünschen, dass wir hoffen, dass es um Verhandlungen geht, dass es Beendigung des Krieges geht, sondern er heizt ihn nur weiter an. Er will mehr Ressourcen haben, um den Krieg zu führen. Er will ihn nicht beenden, er will ihn zuspitzen. Er rührt die Kriegstrommel. Er liefert der ARD, der Tagesschau, genau das Futter, das sie haben möchte, um den Krieg weiter zuzuspitzen und nicht um ihn zu beenden. Und ein weiteres Beispiel. Selenskyj fordert Flügel für die Freiheit. Ja, das ist ein Zitat. Und trotzdem ist es zugleich auch ein Kommentar, den die Tagesschau ansetzt, weil sie die Kriegstrommel rühren will. Denn bei näherem Hinsehen weißt du, was es für Flügel sind. Das sind die Flügel von Kampfjets, die Selenskyj fordert. Einen interessanten Fall gibt es in einer dritten, von mir ausgewerteten Sendung. Hier lohnt es sich, tiefer in die Geschichte zu schauen. Gehen wir als erstes zu einem Faktenfinder. Da ist ein Pascal Sigelkow. Dieser Herr Pascal Sigelkow ist auch mir einige Male als Hardliner aufgefallen. Er befasst sich mit Alina Lipp. Die Alina Lipp ist eine russischsprachige Journalistin, die sehr häufig zu Ukraine und zu Russland Personen verbreitet. Und das macht sie, finde ich, ziemlich cool und ziemlich gut. Aber der Kollege Pascal Sigelkow findet das nicht. Und deshalb tauchen bei ihm so Vokabeln auf wie fragwürdig und vermutlich und so weiter und so weiter und so weiter. Also er findet diese ganze Person schrecklich und eben, weil sie eine Putin-Propagandistin sein soll. Und zum Partner in diesem Stückchen Tagesschau wählt er sich im Gespräch Josef Hollenburger. Und Josef Hollenburger, mit dem er sich die Bälle zuwirft, ja. Ne? Der eine sagt dies, der andere jenes und so kommt ein Bild, wie ich finde, falsches Bild von Alina Lipp raus. Und dieser Josef Hollenburger ist Geschäftsführer des Center of Monitoring, Analyse and Strategy. Ohne Englisch geht's nicht mehr. Und dieses Center of Dingsbums ist ein Think Tank. Also der Josef Hollenburger vertritt einen Think Tank in der ARD. Sagt übrigens keiner in dieser Meldung. Und wir gucken uns noch was an, was sie nicht sagen, ja. So, dieser Think Tank wurde finanziert oder wird vielleicht immer noch von der Alfred Landecker Foundation mit immerhin 2,8 Millionen Schleifen. Das ist ganz nett, ne? So. Dieses Geld kommt von der Familie Reimann, ursprünglich Ludwigshafen, einer der wohlhabendsten Familien deutscher Herkunft in diesem Land, ja. Man tippt 35 Milliarden Euro hätten die zusammen gehortet, getan, gemacht. Und diese Familie ist reich geworden in der Nazizeit. Sie waren offene Unterstützer Adolf Hitlers und ihr Unternehmen galt schon vor der Machtergreifung als Nazi-Musterbetrieb. Und das hat mich nun inspiriert, mal der Sache nachzugehen, weil spätestens bei dem Namen Albert Reimann schlackerten meine Ohren. Das Center für Monitoring, Analyse und Strategie bezeichnet Wikipedia als eine gemeinnützige Organisation, die Informationen und Expertise zu den Themen Antisemitismus, Verschwörungsideologien, Desinformationen und Rechtsextremismus im Internet sammelt und Zivilgesellschaft, Medien und Politik berät. 2021 unter anderem von der Sozialpsychologin Pia Lamberti gegründet und gefördert reichlich von der Alfred Landecker Foundation. Diese wurde 2019 gegründet. Es ist eine Stiftung der Unternehmerfamilie Reimann, Sitz Ludwigshafen am Rhein. Die ehemalige Benckiser Stiftung Zukunft wurde in die Alfred Landecker Foundation überführt.
Alfred Landecker war ein deutsch-jüdischer Buchhalter. Er wurde 1942 vom Deutschen Reich in ein Ghetto in Polen deportiert, starb dort. Die Tochter arbeitete bis zum Jahr 1965 für die von Johann Adam Benckiser gegründete Firma. Geleitet wurde diese von Albert Reimann. Benckiser stellte Schmuck und Keramik her. Die Alfred Landecker Foundation hat sich zum Ziel gesetzt, das Andenken an die Verfolgten und Opfer des Nationalsozialismus zu fördern, über den Holocaust aufzuklären sowie politisch, rassisch oder religiös Verfolgte zu unterstützen. Ein weiterer Zweck: Förderung, Wissenschaft, Forschung. Es werden ausgewählte Forschungs-, Bildungs- und Sensibilisierungsprojekte unterstützt. Es gibt Partnerschaften mit Institutionen in den Bereichen Wissenschaft, öffentliche Politik, Bildung, Geschichte und Erinnerung. Und noch reichlich humanitäre Hilfe für Überlebende des Holocaust sowie Opfer von Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg. Geplant ist ein fortlaufendes Engagement auf unbestimmte Zeit. Nun noch zu Reimann, geboren 1898, deutscher Chemieunternehmer, Nationalsozialist, prominenter Unterstützer der NSDAP, lässt mich Wikipedia wissen. Sein Unternehmen NS-Musterbetrieb. Heinrich Himmler bekam 1937 von ihm Post: Wir sind ein über 100-jähriges, rein arisches Familienunternehmer. Die Inhaber sind unbedingte Anhänger der Rassenlehre. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte von Unternehmen und Personen fand erst sehr spät, nämlich ab 2016 statt. Erste Veröffentlichungen zu seiner Vergangenheit 2019. Es gab auch Kritik. Ehrungen in der Bundesrepublik: 1963 das Große Bundesverdienstkreuz, 1973 das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern, 1978 Ernennung zum Ehrenmitglied des Ludwigshafener Rudervereins von 1878 und 1978 Benennung der Dr. Albert Reimann Straße in Ladenburg-Altwasser. Im März 2022 wurde die Straßenbenennung wieder rückgängig gemacht, Grund die nationalsozialistischen Verbrechen. Interessant hier: 2016 begann die Aufarbeitung. Da gab es schon das Minsker Abkommen, von dem wir wissen, dass es nur dazu diente, die Ukraine aufzurüsten. Nahtlos von der einen zur anderen Fanfare. Kleine Audiodatei, 28. Februar 2023, Dienstag. Gestern habe ich zum ersten Mal mit dem neuen Moderator, dem Lover von Luisa Neubauer, Hart aber fair geschaut. Mit dabei Sarah Wagenknecht. Blick auf ihr Manifest für Frieden, Stand 7.25 Uhr, 28. Februar 2023. Die 700.000 Marke ist geknackt, 704.818. Was ich in der Sendung sehen musste, war weit außerhalb des für mich Fassbaren und Vorstellbaren. Ich weiß, warum ich derartige Medien so gut wie nicht mehr nutze. Es geht über ästhetische Gründe hinaus. In den Mittelpunkt der Argumentationsketten wider Russland wurde das Thema Vergewaltigungen geschoben. Die Russen also vergewaltigen im großen Stil. Wer Verhandlungen und einen Stopp von Waffenlieferungen fordert, ist offensichtlich, so die Logik, für Vergewaltigungen. Ich kann für alle, die bei dieser Sendeanstalt arbeiten, nur hoffen, dass eure Quellen, eure Grundlagen sicher sind. Die meinen, vielleicht habt ihr andere, geben das in dieser Eindeutigkeit nicht her. Eine lebenslange Frauenrechtlerin wie Alice Schwarzer am Ende als Vergewaltigungsleugner oder gar Vergewaltigungsbefürworterin zu beschimpfen, ist wirklich harter Tobak. Mir fällt nichts Menschenverachtenderes ein. Ich hoffe, eure Quellen sind gut. Wenn nicht, wird jeder von euch Blut an seinen Händen tragen. Blut, welches nicht mehr abgewischt werden kann. Ich kenne UN-Berichte, auf die auch Sarah Wagenknecht hinwies, die eindeutig die ukrainische Seite warnen, keine weiteren Kriegsverbrechen mehr zu begehen. Was darauf schließen lässt, dass es für diese eindeutige Beweise geben muss, davon ausgehend, dass die UN auch hier nicht wirklich neutral ist, ist eine Äußerung wie diese höher zu werten. Aus der Sendung, wie auch aus dem Auftritt von Sarah Wagenknecht bei Servus TV versus Georg Restle, möchte ich zwei Features produzieren für die nächste Woche. Aufgeschrieben habe ich mir einen Punkt, eine Zeitpunktierung für einen Mitschnitt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt, man könne nicht verhandeln, weil auf der anderen Seite kein Mensch sitzt. Genau zu diesen Schlüssen kamen wir Deutschen schon einmal vor 90 Jahren. Kann ich daraus logisch zwingend ableiten, dass all das, was ich dieser Erkenntnis anschloss, richtig war? Ich betone all das, denn das ganz Besondere entstand eben auch in Hektik, in dieser Kriegslogik, die wir mit weiteren Waffenlieferungen nach ihrer Logik aufrechterhalten. Mehrfach ins Feld geführt, Butscha. Erste Verhandlungslösungen Ende März 2022 wurden mit dem Massaker ausgebremst. Auch hier hoffe ich für die Kollegen bei der ARD, dass ihr euch ganz sicher seid. Ich kenne den Abschlussbericht. Das deutlichste Indiz in diesem sind die russischen Waffen zugeordneten Schrapnellen, die sich in den Leichen befanden.
Russische Waffen, russische Munition dürften in der Ukraine in großen Zahlen vorhanden gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt auch schon neu erobert. Mir bleiben in Erinnerung die Leichen ohne Blutlachen, die Leichen mit weißen Armbinden, die auf Russlandfreundlichkeit hinweisen. Mir fehlt eine eindeutige Liste der persönlichen Daten. Die Getöteten dort waren die mehrheitlich Russen oder Ukrainer. Und es bleibt das merkwürdige Video des Bürgermeisters, der Ende März erklärt, Butscha sei befreit. Die Leichenfunde begannen zwei Tage später. Butscha ist nicht besonders groß, um die 20.000 Einwohner. Ich wohne in einer solchen Stadt. Würden da zwei Tage Leichen auf der Straße liegen, müsste man zumindest im großen Stile aasfressende Tiere und Vögel bemerken. Es sind Unschlüssigkeiten, wenigstens das. Liebe Kollegen der ARD, ihr seid euch eure Argumentationsketten hundertprozentig sicher. Sollten sie sich in Luft auflösen, habt ihr Blut an den Händen. Aber nicht nur ihr, letztlich auch die, die dafür Gebühren bezahlen. Da schließt mich ein, ich bin kein Verweigerer. Aber mein Gewissen ist belastet, zutiefst belastet. In die Sendung zugeschaltet dann noch ein ukrainischer Offizier. In Erwartung von Ausgewogenheit möchte ich mir dann auch noch einen russischen vorstellen, der kommt natürlich nicht. Dafür geht es dann nahtlos weiter mit den Tagesthemen, die berichten aus Kharkiv, die Stadt, die mir als Kharkov bekannt ist. Aber gern Kharkiv, Kharkiv, Kharkiv. Auch zu diesem Bericht darf sich kein Russe äußern. Dann erwähne ich das russische Fernsehen. Dieses berichtete über Kiews Propagandafiasko in Berlin. Man meint, der politische Ukrainismus in Berlin ist mit seinem Aktionismus in Schwierigkeiten geraten. Man bezieht sich auf den russischen Trophäenpanzer vor der russischen Botschaft. Die Kanone in voller Menschenverachtung auf diese gerichtet. Es gab Friedensmanifeste an dem Panzer. Zitiert wird der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Zitat: Die Wiedervereinigung Deutschlands war ein Ereignis, das nur wenige für möglich hielten. Damals war es die Sowjetunion, die diese Wiedervereinigung möglich gemacht hat. Die sowjetischen Truppen verließen die ehemalige DDR als Folge der Wiedervereinigung und wir wissen, es gab damals Zusagen der NATO und der Westmächte insgesamt, dass es keine NATO-Osterweiterung geben würde. Aber dieses Versprechen wurde nicht gehalten, das ist heute offensichtlich. Es ist notwendig, historische Prozesse zu verstehen, um nachvollziehen zu können, warum bestimmte Ereignisse stattfinden, nämlich warum der aktuelle dramatische Konflikt möglich geworden ist. Die Frankfurter Rundschau berichtet Hinweise auf so etwas wie Missstimmung. Es geht um Waffenlieferungen. Betroffen Deutschland und die USA. Es geht um die Tatsache, der deutsche Bundeskanzler Scholz habe dem amerikanischen Präsidenten Bedingungen diktiert bezüglich der Lieferung von Waffen bzw. Panzer. Hierzu der Spiegel. USA, Joe Biden stimmte Panzerlieferungen nur wegen dem Druck aus Deutschland zu. Deutschland schiebt sich meines Erachtens so ins Zentrum. Am Ende können Großmächte die Welt neu einteilen, wir wären wieder mal schuld und tragen die Kosten. Für die USA ins Feld springt Politikwissenschaftler Carlo Marsala. Er meint, die Lieferung der Abrams-Panzer ist logistisch aufwendig. Die arme USA müssen den ja über den Atlantik hinweg nach Europa schaffen. Zitat Marsala: Natürlich macht die Lieferung der Abrams Sinn. Ich ergänze, warum Deutsch denken, wenn man Englisch spricht? Stop Making Sense war ein Album der Talking Heads, basierend auf dem gleichnamigen Konzertfilm von Jonathan Demme, 1983 veröffentlicht. Es beginnt mit Psycho Killer, Höhepunkt. Once in a Lifetime, einer der größten Hits der legendären Talking Heads. Lernen mit Schlager. Die Lieferung der Kampfpanzer wäre einvernehmlich getroffen, erklärt man in der Bundespressekonferenz am Montag. Focus Online publiziert eine Analyse von Ulrich Reitz. Laut dieser fordern Scholz und Macron, Zelensky solle endlich offen sein für Verhandlungen mit Wladimir Putin. Von sich aus, so geht es klar aus der Analyse hervor, hätte Deutschland der Ukraine keine Panzer geliefert. Die Unterstützung schwindet. Diese Enthüllung stammt vom Sicherheitsberater des US-Präsidenten Joe Biden, Jake Sullivan. Er erklärte das im Fernsehen. Focus Online bezieht sich auf den gerade auch schon erwähnten Bericht der Frankfurter Rundschau. Zitiert wird das Wall Street Journal. Macrons Spitzenbeamte sind der Meinung, die Ukraine habe keine Chance, die Krim von den Russen zu befreien. Und auch eine vollständige Befreiung des Donbass sei so gut wie unmöglich. Der Ukraine würden jetzt noch einmal westliche Waffen geliefert, aber bis zum Herbst müsse sie gezeigt haben, dass sie zu substanziellen Eroberungen in der Lage sei, sonst solle verhandelt werden, was Putin aber bisher ebenso ausschließt wie Zelensky. Der britische Premier Sunak schlägt vor, mittelfristig die Ukraine mit westlichen Waffen auszustatten, als Abschreckung. Scholz und Macron würden diesen Plan mittragen, über den im Juli von der NATO entschieden werden solle. Eine Analyse aber von Focus Online. Ulrich Reitz.
Die Behauptung, es werde gar nicht verhandelt, oder die Forderung, es müsse endlich der Diplomatie eine Chance gegeben werden, ist falsch. Es wird verhandelt und zwar intensiv. Scholz und Macron reden mal mit Putin, mal mit Zelensky, Biden verhandelt mit Zelensky und auch eine Etage tiefer. Auf Ministerebene gibt es intensive amerikanische-ukrainische Konsultationen. Fazit, was der Westen will, wird allmählich klarer. Der Ukraine wird entgegen den öffentlichen Treue- und Durchhalteparolen signalisiert, dass die militärische Hilfe zeitlich limitiert ist. Von Zelensky wird erwartet, dass er sich vom Kriegspräsidenten zum Friedenspräsidenten entwickelt oder, wie ihm Macron gesagt haben soll, zum Staatsmann. Alles, was die Russen besetzt haben, zu befreien, halten immer mehr Alliierte im Westen für illusionär. Die Ukraine soll zwar später moderne Westwaffen bekommen, aber nicht NATO-Mitglied werden. Focus Online schließt. Es läuft also nicht schlecht. Für Putin. Ergänzung zum attraktiven Fernsehreifen Carlo Massala von der Universität der Bundeswehr München. Er wirkt unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, eine Denkfabrik, gegründet 1955 in Zusammenarbeit mit dem Council on Foreign Relations. Dies ist eine private, ich präzisiere, kommerzielle, mit Gewinnerzielungsabsicht arbeitende US-amerikanische Denkfabrik mit Fokus auf außenpolitische Themen mit Sitzen in New York City und Washington, 1921 gegründet. Mit dabei bei der Gründung die deutschstämmigen Bankiers Warburg und Kahn. Ergänzend zum ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache jetzt noch eine Aussage eines anderen Österreichers. FPÖ-Politiker Herbert Kickl, Bundesparteiobmann. Er war Bundesminister für Inneres in Österreich. Man kann natürlich der Meinung sein, dass der Krieg in der Ukraine vor genau einem Jahr über Nacht vom Himmel gefallen ist und Russland der allein Schuldige ist und vorher war nichts und alle anderen haben eine unbefleckte weiße Weste. Das ist Ihre Position. Das ist das, was Joe Biden sagt. Das ist das, was die EU sagt. Das ist Message Control des Pentagon. Man kann aber auch der Meinung sein, dass dieser Angriffskrieg unverzeihlich ist und trotzdem dabei nicht außer Acht lassen, dass es eine lange Vorgeschichte gibt, ja, der Provokationen auch der USA und auch der NATO und dass es ein jahrelanges gegenseitiges Aufschaukeln gegeben hat. Da wird dann aus Ursache und Wirkung das Spiel von Wechselwirkung, wenn Sie wissen, was ich meine. Und das bedeutet im Klartext, dass beide Seiten Schuld haben und dass beide Seiten die Verantwortung tragen. Aber selbstverständlich liegt immer Schuld auf beiden Seiten. Und für alle Mitschnittfreunde auch von mir einmal gern, die russische Initiative im vergangenen Frühjahr verstößt selbstverständlich gegen das Völkerrecht, gegen das Gewaltverbot der UNO sowie die meisten militärischen Aktionen der Vereinigten Staaten in den Jahren davor. Gerne gebe ich auch aus der Quelle Wikipedia wieder, Herbert Kickl wird von verschiedenen Seiten, was natürlich vage ist, als rechtsextrem eingestuft. Einsatz für Frieden als rechtsextrem einzuordnen, bezeichne ich als meisterhaft geglückte Propaganda. Bin bereit, meinen Hut zu ziehen. Sarah Wagenknecht vertiefte dies auch in ihrer Rede am Sonnabend. Diese und die anderen werten wir in den nächsten Tagen aus. Jetzt aber auf die Straßen nach Thüringen, nach Ilmenau. Schau, 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 so ein Winter. Schnee. Blau, blau, blau ist der Himmel. Ilmenau, Himmelblau. Sie forderten einen Stopp weiterer Waffenlieferungen sowie Verhandlungen und Kompromisse auf beiden Seiten. Angemeldet waren bei der Polizei ca. 10.000 Teilnehmer. Erschienen waren ungefähr 50.000, auch wenn unsere Medien mal wieder was anderes behaupten. Was sagte am Sonntag Herr Habeck in den Tagesthemen dazu, dass wir alle irr sind und den falschen Weg des Friedens folgen? So weit ist es schon. Putin, ein imperialistischer Diktator, der mit Waffengewalt Europa einnehmen möchte. Nein, nicht nur die Ukraine. Herr Habeck sagt ganz Europa. Und jeder, der hinter der Friedensbewegung steht, ist irre und folgt den falschen Zielen. Uns wird damit also gesagt, eine Friedensbewegung ist falsch, nichts für ungut. Man könnte verstehen, warum sich Ende der 30er Jahre so etwas entwickeln konnte. Alles wiederholt sich. Und lehrbuchhaft. Der Geheimdienstchef der Ukraine sieht keine Waffen aus China für Moskau.
Kiew meldet russische Angriffe im Osten. Eingenommen ein weiterer Stadtteil in Artjomovsk. Weiter winterlich zum Wochenende neue Niederschläge. Macht Alternative Music.